Moin Moin meine Freunde, nachdem wir gestern mal wieder abgrundtief gebrochen wurden, hoffe ich mal, dass wir wieder mal über diesen Punkt hinaus sind. Das ist ja momentan jede Woche so, das zieht sich wie ein Kaugummi. Es ist jede Woche ist dieser eine Tag da, der mich komplett zerstört, nachdem mir dann aber wieder alles egal ist, wie es dann wahrscheinlich heute sein wird. Wir werden heute ein bisschen mit Concentration rangehen, aber ich denke mal, dass es mehr oder weniger so lala sein wird. Es sind wieder ekelige Truppen dabei, es kann nicht viel werden, es sind keine Babys dabei, keine Bomber, keine Packer, einfach nur pff. Aber macht nichts, wir gehen jetzt mit Spaß an die Sache ran. Ich habe echt gute Laune, weil ich gerade noch das Everday-Video aufgenommen habe, was ich übelst enjoyed habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video, wie immer. Kommen wir direkt zu den Truppen. Muss ich dazu was sagen? Nein. Minions ist die einzig, also Prinzen sind auch nice, aber da Mauern dabei sind und keine anderen guten Truppen dabei sind, okay, weiß ich nicht, wie die Prinzen carryen können. Aber Minions sind eigentlich nur in Kombination mit Loks nice und Loks haben wir nicht. Ja, die anderen, Carlos sogar auch nur 5, Mutanto 8. Uluk wartet wieder, bis ich angegriffen habe. Teemo 6, 5, 7, 5, 6, also alles, ja, Terror will ich noch sehen. 5, wir gehen rein. Okay, der Start ist mal wieder eher ernüchternd, aber ich glaube, dass wir zweimal swappen. Einmal triggern den Tesla und gehen so mit dem Prinzen rein. Ist nicht der Premium-Start, das Einzige, was wir machen können. Swaps. Obwohl, doch. Nee, Frontline sind 4. Wir machen die Goblins zusammen. Der Zug war nicht verkehrt. Dann überlebt der Bogi zumindest auch. Jetzt swappen wir zweimal und machen eine Bogi-Kombi. Durch. Oh, nicht durch. Okay, nicht durch. Bin ein Barbaren raus für die Riesen. Ne, machen wir nicht. Wir gehen einfach mit den Bogis rein. Ich habe überlegt, ob ich baue. Ja, hier fängt es schon an. Auf Minions umsteigen macht noch keinen Sinn. Goblins einzig sinnvolle Einheit. Ja, mit dem Barbar mache ich die Mauer nicht auf. Das ist scheiße. Ich will den trotzdem. Die Riesen sind relativ gut vorne. Es stirbt nichts. Wir machen den Goblin noch. Ja, ja, ich seppe einmal den Magierturm und spiele den Goblin. Nimm selbst mit. Wir kriegen gleich neue Bücher. So, stirbt schon mal nichts. Wir haben ein Gebäude mehr weg. Spielen gleich einen Bogi raus. Na, ja, jetzt haben wir natürlich Barbaren Overkill. Ist aber gar nicht so tragisch. Jetzt komm, Goblin. Goblin. Sag ich doch. Chillig, mit Mauer offen. Das war eine gute Runde. War gut. Refills kommen heute eh keine guten, man muss sich gar nicht aufregen, weil es können keine guten kommen. Wenn es keine guten Truppen kommen, wenn es keine guten Truppen gibt, dann kann es auch keine guten Refills geben. Ich nehme tatsächlich 6 Riesen mal. Riesen sind hier der Joker. Wir triggern den Tesla, dann haben wir mehr Value für Riesen, wenn der Tesla vorne down ist. Swabbies sind 5. Nächstes Stage ist Prinzen-Stage, aber da haben wir eh nicht viele von. Wir müssen dreimal swappen. Wir machen es anders. Wir swappen zweimal. Spielen einen Bogi raus. Und spielen jetzt die Goblins. Es passiert ja noch nichts. Ist gut. Wir müssen jetzt eine 4er Riesenbombe machen, das scheiße. Wir nehmen nochmal Goblins mit. Das ist schwierig, weil, wisst ihr, die Riesen sind geil für nächste Stage. Aber die Prinzen halt auch. Ist beides gut. Wir müssen jetzt den hier setzen. Ja, wir müssen die Riesen spielen. Immerhin geht noch eine Mauer mit, gehen 3 Mauern mit auf, das ist stark. Links jetzt noch ein Prinz wäre nice, aber das kriegen wir nicht hin. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir auf Minions umsteigen. Ist aber alles gut. Das ist gut. Wir selbst. Ich glaube, dass wir 5 Riesen machen. Probieren wir 4? Ne, wir machen 4 Riesen, sparen wir uns ein und machen noch Goblins hinterher. Oder? Ist das clever? Ne, 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 ne. Wir machen eher Riesen. Ja, der ist scheiße gewesen, der Riese. Ja, den Rest machen wir mit einzelnen Barbaren.
Nochmal 11 Goblins ist nice. Wählen wir jetzt erst die 4er Lakaien raus. Minions. Seit wann sage ich Lakaien? Erst die 4er Minions raus, dann müssten genug Goblins nachkommen, wenn wir Glück haben. Nochmal Goblins dazu. Ein Magierturm zappen wir. Schön wäre, wenn jetzt komplett Goblins kommen würden. Ah, genau das, was nicht kommen durfte. Ich habe aber auch nicht über die Luftabwehr nachgedacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Das war dumm. Das war echt dumm. Wir müssen die beiden Barbaren ausspielen oder die Bogies. Ja, drei Bogies. Ist das ein guter Call, Digga? Das ist schon ein guter, stabiler Call, Johann. Passt. Jetzt Minion Refill, bitte. Ist nice. Können wir jetzt erst Goblins spielen und dann Minions? Ein Swap für die Goblins zusammen? Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall stabil. Oh, easy. Punktlandung. Ja, moin. Mit dem Swaps. 14 Minions oder 11 Prinzen ist sehr schwierig, aber da wir noch Minions auf dem Feld haben, glaube ich, dass Minions der Call sind. Wir haben genug Swaps. Wir machen erst, wir hauen drei Barbaren raus. Dann reicht es hundertprozentig. Wir swappen nochmal. Kein... Okay, hat nichts geändert. Okay. Ja, hat nichts geändert. Ein Non-Crit öffnet nicht. Das ist jetzt räudig. Mit einem Zap hätten wir es. Zap auf eine Hütte. Wir zappen die Hütte hier, damit die Minions zumindest eventuell connected sind. Die kommen ja jetzt eher hinterher, bevor wir den Refill haben. Junge, Junge, Junge. Nochmal drei Minions, stabil. Minions bitte. 9er Minions. Okay, wir müssen einen Zap spielen. Und jetzt gucken, ob wir einen 1-4er dabei haben. Ja, 1-4er, perfekt. Oh! Lecker Schmecker! Und jetzt 14 Riesen. Riesen sag ich schon. 14 Prinzen. Ja gut, mit dem Refill kommen wir nicht weiter. Mit dem Refill kommen wir nicht weiter. Keine Chance, Digga, keine Chance. Aber scheiß drauf, war geil. War geil, Alter. Keine Chance. Wir müssen die Mauer zappen. Ah, ne, zweite Mauer nicht. Erste Mauer. Packen den noch rüber. Und den auch noch rüber. Keine Ahnung, ob das jetzt schlau ist, aber ein bisschen was. Stimmt, die dritte Mauer zappen. Ah nee, die vierte wär's gewesen. Ach, Digga, scheiß doch drauf. Scheiß doch drauf, es hat Spaß gemacht. Wir rechnen jetzt hier gar nichts mehr. Das schafft man eh nicht. Zack. 8. 8, Digga. Das ist nice. Das ist stabil. Das ist stabil. Ja, ciao, Luis. GG. Und da sind wir wieder. Trotz des Katastrophenruns gestern. Was hat Uluk geschafft? Auch Uluk ist auch noch drin und hat 8. Digga, das hat echt Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht, weil es einfach um nichts ging. War mir jetzt scheißegal, ich habe keinen Token mehr. Geil, Digga, geil. So muss es laufen. Hätte ich jetzt Tokens, ey, dann hätte ich jetzt nochmal überlegt, ob man nochmal Token spielen kann. Easy peasy. Ja, meine Freunde, es hat echt Bock gemacht. Es hat heute Bock gemacht. Es ist so krass. Gestern noch komplett Bock. Heute einfach übel Spaß. Ja, geil. So muss die Liga aussehen. Auch wenn es nicht mehr viel gebracht hat oder uns wahrscheinlich fürs Wochenergebnis nicht mehr viel bringt. Vierter ist okay. Es kommen noch ein paar, die auch ganz gut sind. Das heißt, am Ende sind wir, was weiß ich, Sechster, Siebter, Achter. Was weiß ich, interessiert mich auch gar nicht. War echt geil. Wir sehen uns morgen, meine Freunde. Haut rein, bye, bye. Euer Psy.